Ich bin geblendet, und zwar nicht nur von dem Licht, sondern von euch. Schön, dass ihr da seid. Der Markus hat so viel gesagt, auf das ich eingehen könnte. Ich fange mal damit an. Vor 2-3 Wochen war eine Stadtratssitzung. Ich habe eine E-Mail an alle 70 Stadträte geschickt mit einem Fragenkatalog. Und ich habe sie auf mehrere Tatsachen hingewiesen, was die Todeszahlen im Zusammenhang mit Corona angeht, die Krankenhauseinweisungen, die Fallzahlen und vieles andere mehr. Und ich kann euch sagen, von den 70 Stadträten hat sich in der Tat nicht ein einziger bei mir zurückgemeldet. Die wissen also schon alles. Und ich werde trotzdem nicht aufstecken. Ich habe vor ein paar Wochen mal gesagt, ich habe einen langen Atem. Ab und zu mal bin ich kurzatmig, aber der lange Atem ist noch da. Letzte Woche kam im Open Data Portal, wo also die Stadt ihre Daten zur Verfügung stellt, die sie von uns allen erhebt, die Statistik der Gestorbenen nach Alter, Geschlecht und nach Quartalen für das dritte Quartal raus. Ich habe die Statistik schon aufgearbeitet, ich habe sie, glaube ich, auch schon auf Facebook gepostet. Entschuldigung, Raucherhusten. Der Knackpunkt ist, das Sterbealter aller Verstorbenen, also inklusive Corona-Verstorbenen, ist also im vierten Quartal letzten Jahres, also Oktober, November, Dezember, auf 81,8 Jahre angestiegen, ist dann im ersten Quartal diesen Jahres, also Januar, Februar, März, leicht auf 81,5 abgesunken und inzwischen das Sterbealter aller Verstorbenen in Dresden ist jetzt auf 79,6 abgefallen. Das sind nur ungefähre Zahlen, weil ich nicht den genauen Sterbemonat kenne. Es sind also gerundete Zahlen, aber sie kommen der Realität relativ nahe. Was will ich damit sagen? Im Dezember letzten Jahres und Januar diesen Jahres sind also sehr viele alte Menschen, sehr viele davon auch in Pflegeheimen gestorben und man hat keine Obduktion gemacht. Wir danken allen Dr. Frank Bauer, dem Leiter des Dresdner Gesundheitsamtes seit 1. November letzten Jahres. Er hat also eine einzige Obduktion angeordnet bei über 1100 vermeintlichen Corona-Toten und die Stadt kriegt es nach wie vor nicht gebacken, diese Zahl der Öffentlichkeit zu präsentieren, die sie bis auf die zweite oder dritte Stelle in der Komma hat. Punkt 1. Punkt 2. Vor wenigen Tagen hat unser geliebter Oberbürgermeister Dirk Hilpert mit 50 Freunden seinen 50. Geburtstag gefeiert. Ich war leider nicht eingeladen, wie wahrscheinlich die meisten von euch. Und ich möchte ihm euch gratulieren, indem ich euch dazu auffordere, ein Bürgerbegehren, was ich angezettelt habe, zu unterschreiben. Ich nehme an, dass die Unterschriftenlisten dort noch ausliegen. Es ist also möglich, sich als Dresdner Bürger, das ist wichtig, Dresdner Bürger, wahlberechtigt, an diesem Bürgerbegehren zu beteiligen. Ich möchte also, dass der Oberbürgermeister abgewählt wird, weil er sich nicht an seine Neutralitätspflicht gehalten hat, mehrfach. Er hat also nicht nur ihm unliebsame Demos verboten, sondern er hat sich auch politisch geäußert, letztes oder vorletztes Wochenende zur hier Pegida-Demonstration und hat sich also an der Hetze beteiligt, es seien alles Rassisten und Rechtsextremisten. Gab es öffentlich in der Pressemitteilung der Landeshauptstadt Dresden. Ich finde, dieser Oberbürgermeister kann uns nicht in die Zukunft führen. Er ist ein Verwalter und er hat sich in seiner Macht, in seinem Sessel eingesessen und ich finde, er gehört abgewählt. Wir können alle euch daran beteiligen. Na, wir wollen hier die demokratischen Formen bitte wahren. Ich bin geläutert seit letzter Woche. Nee, bin ich nicht. Also, nächster Punkt. Am 25. November ist die nächste Stadtratssitzung. Und zu dieser Stadtratssitzung gibt es mal wieder eine Einwohnerfragestunde. Noch was zum Mitmachen. Zu dieser Einwohnerfragestunde kann man bis 14. November, das sind also noch 9 Tage, per E-Mail seine Fragen einreichen, jeder Dresdner Bürger. Man muss seinen Namen angeben und seine Adresse, um eben nachzuweisen, dass man Dresdner Bürger ist.
Und dann kann man Fragen einreichen und wenn es besonders viele machen, dann wird der Ältestenrat, wo der Oberbürgermeister mit den 8 Fraktionsvorsitzenden drin sitzt, darüber befinden, welche Fragen denn in der Stadtratssitzung selber vor dem Livestream oder im Livestream gestellt werden können. Aber alle Fragen werden beantwortet. Das heißt, man kann sehr niedrigschwellig seine Bürgerpflichten erfüllen oder ihnen nachkommen und sich an der Politik beteiligen, indem man allerdings mit Namen und Adresse, wird nicht veröffentlicht, aber man muss sie der Stadt gegenüber nennen. Man kann also Fragen einreichen. Und damit ich es nicht zu lange mache und euch nie langweile, ich werde jetzt hier noch stehen, ich habe eine schöne gelbe Jacke an, man findet mich. Wer also konkret Fragen hat, wie man das denn genau macht, ich stehe zur Verfügung. Ich würde mich sehr freuen, wenn der Oberbürgermeister und die 8 Fraktionsvorsitzenden eine große Auswahl hätten bei ihrer Ältestenratssitzung, wo sie dann nach eigenem Gutdünken in nicht öffentlicher Sitzung entscheiden, welche Fragen drankommen. Ich rufe euch auf, Rechte und Pflichten wahrzunehmen. Kommt gerne zu mir, ich helfe euch dabei oder gebe euch einen Schutz, wie man es macht. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch beteiligen würdet. Und damit würde ich wieder an den Markus übergeben und danke euch für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Vielen Dank, Pille. Ich freue mich immer wieder, dich hier als Redner begrüßen zu dürfen. Nicht nur, weil du gute Reden schwingen kannst. Ja. Sondern vor allen Dingen, weil du dich aktiv einbringst. Ein Paradebeispiel für jeden von uns, was nicht heißen soll, dass ich irgendjemand von euch unterstellen will, dass er euch nicht aktiv einbringt. Ihr seid nämlich mindestens jeden Montag hier gemeinsam mit uns und das allein ist schon ein großer Applaus wert. Denn wir stehen hier seit Mittwoch.